Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Assassin's Creed Origins Video bewertet haben. Meine Fresse, ist das lange her, aber ich war voll im vorweihnachtlichen Stress und ich hatte keine Zeit. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich wollte die ganze Zeit aufnehmen, aber irgendwie... Es hat einfach nicht funktioniert. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Aber ich habe ein neues Pferd. Ist es nicht cool? Ist dieses Pferd nicht cool? Es sieht fucking cool aus. Und wir machen nun endlich weiter mit der Story. Wir gehen rüber zu meiner geliebten Frau und ja, reden ein allerletztes Mal mit ihr. Oh. Na du? Was machst denn du hier? Nervös am Strand auf und ab gehen? Gibt es jetzt ein bisschen Liebe? Ein wenig Sex? Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Bayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Ja, so kann man auch Schluss machen. Sehr, sehr melodramatisch, also... Aber irgendwie, wisst ihr, was ich gelernt habe in meinem jungen Leben? Von meiner Erfahrung, aber auch von Dingen, die ich so beobachtet habe. Ich finde, die Männer sind deutlich sensibler als die Frauen. Irgendwie heutzutage, oder vielleicht war es auch schon immer so, ich weiß es ja nicht. Mir kommt es immer so vor, die Frauen können, wenn sie dann irgendwann mal so einen Impuls haben und eine Entscheidung treffen, können die das immer so eiskalt. Und wir Männer, wir eiern immer so rum. Zumindest sind das halt meine Erfahrungen. Ich kann nicht für die ganze Menschheit oder für die ganze Welt sprechen, aber so habe ich das halt mitbekommen. Ich bin auch eine richtige Pussy. Habibti, ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder?
Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Okay, jetzt bin ich auf einmal plötzlich beinahe eine von den Assassinen. Und hier soll ich wieder rein, oder wie? Ja, ist jetzt hier meine... Es war ja nicht die Schwester. Am Anfang dachte ich, es wäre unsere Schwester. Sieht aus wie eine Sanduhr. Der Animus ist die beste Art, dem Typ aus dem Weg zu gehen. Die wir halt als Kontaktperson hatten. Aber es war ja unsere Freundin. Also wir sind ja lesbisch, ne? Anscheinend. Zumindest habe ich das so in den Subinformationen gelesen und... Ja, könnte passen. Ich meine, es würde ja in unsere moderne Welt reinpassen, weil ihr wisst ja, alle Menschen wollen sich heutzutage irgendwie extraordinär zeigen. Ich finde das immer so ein bisschen zugewollt. Wenn jemand extraordinär ist, dann ist das eben... Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Aber ich finde, heutzutage gibt es einfach zu viele Pauser. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Gut gemacht, Layla. Und den kann ich tragen, wenn ich will. Okay, sonst nichts, wirklich? Ah, Moment, was ist das hier drüben? Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Die hatte recht mit dem Speicher. Worauf warten wir denn noch? Auf den Helikopter, der uns abholt. Er ist in einer Stunde hier. Geh wieder in den Animus, wenn du willst. Ich weiß, wie verlockend er sein kann. Ich glaube, ich habe da noch etwas zu tun. Diese Artikel über geheime Grabkammern liegen immer falsch. Immer übersehen sie das Wichtigste. Na gut, gehen wir wieder rein. Ich muss sagen, die Gegenwartsstory ist eh komplett sinnlos. Die hätte man rauslassen können. Also meiner Meinung nach. Also bis jetzt kann ich mit der Charakterin hier nichts anfangen. Ich finde sie absolut belanglos. Auch nicht irgendwie sympathisch oder mache mir Sorgen um sie. Oh mein Gott, sie liegt da im Animus, irgendwo in der Grabkammer. Wird sie überleben? Geht es ihr gut? Ist mir völlig egal. Also wirklich, man hat zu ihr null Bezug. Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastes. Ist das nicht Bajex? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Im Morgengrauen passierten wir Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei, wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Eiskalt. Einfach eiskalt. Was für eine Trennung. Naja. Bajek, du bist besser ohne sie dran. Gut. Fahrt an!
Normale Fahrt! Mehr Tempo! Dann segeln wir mal nach Rom. Ihr seht das Beste hier. Die Missionen auf hoher See. Die gefallen mir sehr gut. Kein Dialog. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Nö. Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum. Das ist die Welt, in der wir leben. Ja, ist ziemlich geil. Abschaum. Wir alle lieben Abschaum. Wir alle stehen auf Abschaum. Schneller! Wir rammen sie! Ein bisschen Schub, oder? Obwohl, ich brauche die Energie. Dom. Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Dom. Normale Männer! Fahrt. Auf geht's! Da kommen sie! Es geht los, Männer, es geht los! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Alala! Alala! Komm raus damit! Wow! Über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist! Alter, ich hab den mit einem Schuss zerlegt! Wenn das geschieht, Foxy, das wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit! Ich nehm dich beim Wort! Komm schon, gib ihm! Bam! Bring wir's hinter uns! Wir müssen unbedingt auf die Versorgungseinheiten schießen! Feuer! Sehr gut! Deckung! Schlag zurück, Senno! Feuer! Yes! Noch eine versenkt! Tja, wir sind die Könige der See! Auf den Abgrund. Echt jetzt? Wo denn? Ach du, da hinten bist feindlich. Ich dachte schon, das wäre einer von uns. Umlenken, Männer, umlenken. Warum schießen unsere Jungs nicht mit drauf? Sehr gut, das war ein guter Treffer. Das war ein richtig guter Treffer. Komm schon, die Versorgungseinheiten wegholen und... Zack. Rammen wir sie? Erhöht die Schlagzahl. Bam. Das Tempo. Brandbomben raus. Normale Fahrt. Leichte Schlagzahl. Na geht doch. Sie hetzen Feuerschiffe auf uns. Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns. Wir sind in der Unterzahl. Da sind zu viele Höllenschiffe. Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Das wird schwierig. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie. Das wird schwierig. Feuerschiffe steuerbord. Okay, die halten zum Glück wenig aus. Schauen wir, dass wir nach links kommen. Feuer! Dann haben wir schon mal auf einer Seite Ruhe. Feuer! Ey, Feuerschiffe. Ist das nicht eine spanische Taktik gewesen? Oder wo kam das denn nochmal her? Also die Römer waren definitiv nicht die Ersten. Oder waren es die Briten sogar? Meine Götter, die sind überall. Wo denn? Wo? Oh, fuck. Hinter uns wir sind ja plötzlich auf normale einmal viele. Feuerschiffe, Backbord. Backboard! No! Ja, nicht gut! Gar nicht gut! Feuer. Da vorne kommen noch 2, 3, 4! Ja, oh, crap! Feuerschiffe, Backboard! Komm schon! Männer! Versenkt sie! No! Oh, heftig! Feuer. Im Rhythmus bleiben! Deckung! Achtung! Okay, die feuern doch nicht. Brandbomben raus! Mehr Tempo! Deckung!
Ich habe nichts mehr. Ich habe einfach nichts mehr. Komm schon. Komm schon. Hau sie weg. Brandbomben. Erhöht die Schlagzahl. Mehr Geschwindigkeit. Rudert schneller. Erhöht die Schlagzahl. Warum machen meine Jungs nichts? Wow, 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 wow. Heißes Ding, super heißes Ding. Im Rhythmus bleiben. Wir werden angegriffen. Bereit. Vorsicht. Alles klar, gekontert. Der war gut. Komm schon. Das hat uns voll getroffen. Ja. Brandbomber. Schneller. Mehr Geschwindigkeit. Oh, nice. Das ist eine Armada. Haben wir die Feuerkraft, um dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten fort. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff. Fahrt an. Noch eine Flotte da. Verdammt. Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe. Nein, nein. Brutus und Cassius. Sieh doch. Und mit ihnen die Katapulte. Setz sie ein. Deckung. Komm schon. Männer. Fürchtet dieses Biest nicht. Es ist ein großer und dicker Wal. Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich. Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Nein. Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Schießt jemand? Was wir alles hätten sein sollen. Jo, es wird geschossen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Aufgabe... Oh Gott! Lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Ach du Scheiße. Brandbomben raus. Mehr Tempo, mehr Tempo. Boah, ich bin fast down. Sachte. Komm schon. No, ich muss direkt Abstand gewinnen und Katapult einsetzen. Das ist eine richtig miese Nummer hier. Ja, ich weiß, es war ein dummer Fehler. Aber da kommst du auch nicht weg. Hat der mich nicht gerammt, hätte es besser ausgesehen. Wir müssen schnell die Katapult einsetzen. Sehr, sehr schnell. Das wären zwei harte Brocken. Zwei richtig harte Brocken, aber die kriegen wir schon. Noch eine Flotte da! Verdammt! Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe! Nein, nein! Brutus und Cassius! Sieh doch! Und mit ihnen die Katapulte! Setz sie ein! Deckung! Und? Männer, na also. Dieses Biest nicht! Es ist ein großer und dicker Wal! Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich! Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho! Ich hätte einer sein sollen! Und auch ein Philosoph! Oh mein Gott! Hätten sein sollen! Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst, lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Alter, jetzt sind sie beide da hinten. Deckung! Was glaube ich ganz gut ist. Da kommen die Salven. Oh, da kommt einiges. Erhöht die Schlagzahl. Auf geht's. Im Rhythmus. Der eine müsste jetzt weg sein, nice. Katapulte erhöht sind echt fucking gut. Wow, Vorsicht, 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 Vorsicht. Direkt hier ein Brandteppich. Rudert schneller. Mehr Tempo. Uns geht's gut. Mehr Tempo. Verdammt. Gib uns die Katapulte! Mehr Geschwindigkeit! Und jetzt rammen wir den scheiß Karren da vorne. Komm schon! Bam! Und Brandbomben hinterher und raus alles, Jungs. Er hat nichts mehr. Na also, geht doch.
Dämonen! Nieder mit euch, Dämonen! Zurück ins Meer! Hey, oh Faulpelze! Formiert euch mit den anderen! Denn heute segeln wir gemeinsam! Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrannen erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du mischst dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Wow, Alter! Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre! Du hast mir alles genommen! Alter! Ich bin ein Gabinianer! Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Oh, shit, shit, shit. Wie mache ich ihn am besten tot? Oh, wow, 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 wow. Achtung. Drauf, ah, Mist. Komm schon. Ah ja! Oh Gott, was machst du denn? Heftig, heftig. Ach du Scheiße, ich komme ja nicht mal ansatzweise weg. Wow. Das ist ein mieser Fight. Übersehe ich irgendwas oder ist der wirklich so mies? Alter, du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Er wäre schon halb tot. Bleib drüben in deiner Ecke. Gibt's hier irgendwo noch ein bisschen Munition? Für Mami? Ey, das ist auch richtig mies. Oh mein Gott. Ich komme hier nicht raus. Wahnsinn. Wahnscheiße-Sinn. Oh, das wird mies, das wird mies, das wird mies, 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 mies. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du mischst dich in die Angelegenheiten des Ordens. Alter. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha, dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar. Knie vor Rom. Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern.
Jetzt komm auf die Beine, hör auf zu labern und... Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Verpiss dich! Okay, diesmal krieg ich ihn. Er hat voll die Superwaffe, ich hab voll den Crap. Ey, ich muss alles nutzen, weil ich habe meine geilen Waffen nicht. Steh auf! Geh drauf! Yes! Einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Gierig werden, gierig werden, gierig werden. Nicht zu gierig werden. Komm schon, er hat doch gar nichts mehr. Boah. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt. Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gabinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Macht Caesar tot! Oh, Assassino. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Caesar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Hätte ich dieses Geschenk ablehnen sollen? Du hättest zuerst an Rom und dann an dich denken sollen. Ich werde die Republik vereinen. Senatus, Populusque, Romanus. Für den Senat und das Volk Roms. Republik? Du sprichst von Republik, während du die Krone forderst? Marcus Antonius hat mir die Krone angeboten an den Lupercalien. Ich lehnte sie ab. Das war ein gerissener Schachzug. Du brauchst keine Krone. Sie machten dich zu einem Gott. Hör mich an, Gaius Cassius Longinus. Unterstütze meine Träume für Rom und alte Zwistigkeiten werden vergessen. Senatoren, der Krieg ist bereits vorbei. Die Trommeln des Widerspruchs erreichen ihren Höhepunkt. Rom wird nicht wieder zur Monarchie. Es scheint, Brutus dürstet nach einer Revolution. Doch wogegen, mein Sohn? Wir wollen doch beide dasselbe. Wie kannst du das sagen, wenn du dich selbst so hoch über das Volk erhoben hast? Ich bin die Stimme des Volkes. Du hast die Rechte der Bürgerschaft beschnitten. Nein. Das Volk hat erfüllt von Angst und geblendet vom Patriotismus alle Rechte an seinen Führer abgegeben. Und zwar völlig bereitwillig. Wer hat dich zum Führer Roms gemacht? Das war die ewige Stadt selbst. Caesar lässt nicht mit sich reden. Senatoren, wir haben noch eine Stimme in diesem Forum. Ich werde eure Beschwerden anhören. Caesar wird uns anhören. Ihr Römer frohlocket.
Auch du, mein Sohn. In den Schwanz? Heftig. Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Warum ist die Ewige? Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodore starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Bajek. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte.
Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Mögen sich deine Siege vervielfachen. Spring. Das war's. Die Geburt des Gredos. Das war's. Das war die Hauptstory von Assassin's Creed Origins. Ja. Gut, was soll ich sagen? Ja, an sich, es hat Spaß gemacht. Also bis jetzt hat mir auch wirklich jedes AC Spaß gemacht. Ist ja kein schlechtes Spiel. Aber irgendwie... Okay, wir haben jetzt das Büro der Verborgenen. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie... Haben die einfach keine gute Charakterentwicklung. Zum Beispiel die Gegenwartsstory. Da kam jetzt nicht irgendwas noch oder... Es hatte gar keinen Beitrag. Die hätte man komplett streichen können. Und ganz ehrlich, Bayek an sich ist kein unsympathischer Charakter. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Hat man sich wirklich mit Bayek verbunden gefühlt? Hat man mitgefiebert? Hat man ihn extrem sympathisch gefunden? Und seine Frau fand ich furchtbar. Ich fand die wirklich schrecklich. Es war klar, dass wieder so eine super, ultra, krass, mega starke Frau, jetzt bin ich tot, das Sagen hat. Ja, das war wieder so klar. Das finde ich irgendwie... Ich habe kein Problem damit, dass Frauen... ernste Rollen oder sowas übernehmen, ja? Sowas darf man ja heute nicht sagen. Da ist man ja gleich irgend so ein Schwein und Sexist und hat seinen Machtschwanz in der Hand. Sondern ich finde es halt immer so ein bisschen zu viel, wenn es dann immer so dargestellt wird wie, ja, ich bin ultra krass, ich, ohne zu blinzeln, metzle ich alles weg und ich habe kein Herz, ich bin eiskalt, ich kann alles, ich bin tausendmal härter als jeder Mann da draußen, ich bin so eine richtige Powerfrau. Ich finde, das ist halt unglaubwürdig. Weil die Frau dadurch immer so hart wirkt, dass sie einfach keine Menschlichkeit mehr besitzt. Hat ja nichts damit zu tun, dass eine Frau nicht genauso töten und kämpfen und alles kann, sondern die Darstellung finde ich halt immer überzogen und dadurch findet man halt daran keine Sympathie und man kann es auch irgendwie dann nicht mehr ernst nehmen. Und das hatte ich halt auch wieder bei Aya. Ich finde das immer ein bisschen zu sehr gewollt. Na gut, an sich, ja, war cool. War cool. Trotzdem nicht das beste AC aller Zeiten. Bleibt nach wie vor... In meinen Augen Teil 2. Teil 1 mochte ich auch. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Teil 2 immer noch mein Liebling und ja. Ich fand sogar Teil 5 besser als Origins. Weil einfach Paris mich mehr beeindruckt hat. Die Story mehr pompöse Momente hatte. Hier gab es keine einzigen wirklich krassen Momente, wo ich gedacht habe, wow, das war heftig. Das einzig richtig Geile war eigentlich die Mission, wo man gegen die Schlange gekämpft hat. Das war sowas, das war catchy. Das war catchy, das blieb im Gedächtnis. Aber sonst waren die Missionen sehr, sehr belanglos irgendwie. Und nicht wirklich Momente, wo man gedacht hat, wow, da haben sie aber ein Effektfeuerwerk rausgehauen. Das hat mich gecatcht. Na gut, eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht gibt es noch ein paar Folgen. Gibt ja noch ein paar Nebenmissionen. Könnt ihr gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein bisschen was sehen wollt. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Auf Wiedersehen und tschüss!